Küche. Heute soll es was richtig, ja, Einfaches und Günstiges geben, und zwar selbstgemachte Haferflocken-Cookies. Um genau zu sein, Erdnussbutter-Bananen-Cookies. Wie immer findet ihr die genauen Zutaten und auch die Nährwertangaben unten in der Beschreibung. Und ich hoffe, dass euch dieses süße Gericht auf jeden Fall gefällt, denn ihr hattet euch ja mehr süße Gerichte gewünscht als salzige. Ja, also jetzt zu den Zutaten und wie wir die leckeren Cookies machen. Zum einen braucht ihr Erdnussbutter bzw. Erdnussmus und eine Banane. Außerdem braucht ihr dann noch Haferflocken, in meinem Fall Dinkelflocken, die haben einfach ein bisschen weniger Fett und das kommt mir in der Diät natürlich zugute. Außerdem kann eure Magen die viel besser verdauen, also vielleicht ist es mal eine Überlegung für den ein oder anderen Wert. Ja, also brauchen wir diese drei Hauptzutaten. Ihr könnt dann natürlich noch das Ganze um Cranberries oder Rosinen oder Bananenchips oder was ihr in den Cookies haben möchtet, ergänzen. Ich habe mich für eine Zitronen-Zuckerguss-Glasur entschieden und die besteht aus Xylit und ja, so etwa 2 Teelöffel Limettensaft. Ihr könnt natürlich auch frische Zitronen nehmen, ja, aber dazu dann auch später mehr. Zuerst nehmen wir uns jetzt einfach mal die Banane, schälen sie natürlich und machen sie dann mit einer Gabel auf einem extra Teller klein. Ihr könnt es aber auch in der Form natürlich machen, wie ihr Bock habt. In die Form kommen dann 100 Gramm von unseren Dinkelflocken hinzu und 20 Gramm vom Erdnussmus. Das Ganze wird dann einmal einfach untergerührt zu einer Masse. Das verbindet sich relativ schnell, also ist der Teig auch recht schnell gemacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch mit Zimt ein bisschen was verleihen an Würze oder hier auch noch mal Xylit Erythrit oder einen anderen Zuckersatzstoff hinzugeben. Ja. Dann habt ihr die fertige Grundmischung, sage ich mal, und dann könnt ihr sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech einmal, ja, verteilen. Ihr könnt kleine Cookies machen, ihr könnt aber auch einen großen Cookie machen, das habe ich auch schon gemacht. Oder natürlich das Ganze für eine Pizza. Auf alle Fälle solltet ihr im Voraus den Ofen vorheizen, das machen wir in dem Fall auf Umluft. Oh ja, ungefähr 200 Grad, wenn ihr da ein bisschen drunter seid, ist auch nicht so schlimm. Und dann kommen die Cookies für 15 Minuten in den Ofen. Nach 15 Minuten sehen sie dann auch echt schön lecker goldbraun aus und man könnte sie auch direkt so essen. Allerdings machen wir hier jetzt noch die Glasur fertig. Hierfür nehmt ihr einfach 50 Gramm von Xylit. Ich habe hier einfach das Xylit von Fit Meals genommen, habe es in den Thermomix geworfen und habe daraus Puderzucker gemacht. Ihr könnt es sicherlich auch mit einem anderen Küchengerät hinbekommen. Oder ich weiß auch, dass es schon einen vorgemahlenen Puderzuckerersatz gibt. Irgendwie so. Auf jeden Fall nehmt ihr das, rührt es einfach einmal mit dem Limettensaft unter. Man denkt anfangs, es würde nicht genug sein. Also das Verhältnis zwischen Flüssigkeit und Zucker. Aber es reicht. Und dann das Ganze über die warmen Cookies drüber geben. Dies kurz abkühlen lassen. Und ja, danach sind sie servierfertig. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefallen hat und ja, macht euch auf viele weitere leckere Rezepte gefasst und behaltet uns auf jeden Fall im Blick, was die FIBO angeht, denn dort wird es ja das ein oder andere Leckere zu essen geben. Dazu aber bald noch viel mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.